Hallo liebe Star Stable Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Skylar und Duke. Heute zeigen wir euch den neuen Tanzbug. Wenn ihr genauso gerne Party macht, wie wir beide das tun, dann ist das genau das Richtige für euch. Überall tanzen auf ganz Jorvik. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr könnt das bei verschiedenen Personen anwenden. Also entweder bei dem Stall-Upgrade, bei der Übernachtungsfunktion, oder auch beim Pferdetrainer. Logischerweise machen wir das in Moorland, weil hier ist ja die einzige Möglichkeit, wo man überhaupt tanzen kann. Das zeige ich euch, wieso das der Fall ist. Erstmal steigen wir ab. Gehen hier zu John. Wichtig ist, dass der Charakter und das Pferd so weit zusammenstehen, dass man gleichzeitig die E-Funktion des Charakters und die Nase des Pferdes anklicken kann. E und Nase des Pferdes gleichzeitig. So, jetzt haben wir hier dieses Fenster vom Pferd offen. Er sagt irgendwas. So, dann schließen wir das Fenster mit X, wichtig. Und man kann sich weiter bewegen. Das Pferd müssen wir leider stehen lassen. So. So funktioniert. Ich zeige euch auch gleich nochmal bei der Übernachtungsfunktion geht das auch. So. Es klappt nur bei Leuten, wo man ein X hat zum Wegdrücken. Ja. Also. Sinnvoll ist es natürlich, dass man, weil man zu Fuß ist, nicht so weit zu dem Tanzplatz laufen muss. Also würde ich euch empfehlen, nehmt einfach diese Pferdetrainerin hier. Das sollte der kürzeste Weg zum Tanzplatz sein. So. Drücken es weg. Wir können laufen mit dem geöffneten Fenster und begeben uns zum Tanzplatz. Gut, einmal angekommen, schließen wir das Fenster. Wie ihr seht, können wir uns mit dem Tanzfenster bewegen. Also, jetzt können wir überall tanzen oder uns auch hinsetzen, chillen. Wenn ihr das beenden wollt, drückt ihr den Fotomodus, geht wieder raus und dann lauft ihr einfach links und rechts und das geht weiter. Ja, das war's schon. Viel Spaß beim Tanzen. Wünschen euch eure Skylar und euer Duke. Wenn's euch gefallen hat, wenn's euch hilft, bitte hinterlasst ein Abo, ein Like. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.